Wir haben jetzt hier unser ganzes Scheiß hingeworfen. Alles für 100 Euro, also inklusive Lebensmittel. Wir haben ein paar. 5 Tage 100 Euro Discounter-Challenge. Meine Glocke. Oh, es beißt ein Fisch. Und dann stürzen wir uns in den Ameisenbau und gehen in die Pfifferlingmine rein. Heißt das, hier ist vielleicht eine Treibjagd oder was? Ja, guck mal, da ist ein Wildschwein drauf und ein Elch. Dürften wir hier vielleicht gar nicht sein? Ich bin heute Nacht immer hier so runtergerutscht. Dazu diese ganzen Mücken. Naja, ist es anders. Bisschen klarkommen. Hallo. Hier sind nicht viele Vögel heute irgendwie unterwegs. Vogel ist, glaube ich, aufgeregt, weil ich hier bin. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie sowas wie ein Regal anzufangen. Aber ich bin halt immer noch nicht richtig wach. Hab Hunger. Wir gehen jetzt erstmal Himbeeren sammeln. Also der See ist da. Vielleicht sind wir auch durch dieses Ding da durchgegangen. Ja, gehen wir einfach da lang. Ich meine, den See haben wir ja ungefähr, wissen wir ja, liegt Richtung Westen. Oh, ganz frische Elchscheiße. Elch, willkommen. Nicht anrennen. Nicht, dass uns ein Elch umrennt. Hier ist alles so komisch zerwühlt. Das war dieses Wildschweingebiet. Oder was? Und da vorne ist die Himbeerwiese. Wildschwein, bitte auch nicht umrennen. Ah ja, hier hat man auch direkt Zecken, siehst du? Wildschweinhinweis. Ich weiß gar nicht, ob es Wildschweine gibt in Schweden oder ob das, was das ist. Ja, weiß ich auch nicht. Aber es ist schon dolle zerwühlt hier, ne? Oh, guck mal! Maron. Witzig. Haben wir jetzt eine Pilzschale auch. Hier sind Birken, aber hier sind Himbeeren inzwischen. War das große Feld vielleicht das da hinten? Auf der anderen Seite, oder? Ja. Da ganz hinten, glaube ich. Das ist eher weniger als gestern die Heidelbeeren. Das ist insgesamt, glaube ich, weniger ergiebig als Heidelbeeren sammeln. Laut! Ich höre die ganze Zeit Geräusche und weil hier so viele Wildschweine sind, schreie ich mal zwischendurch ein bisschen rum. Das ist ein anderer Taste. Genau, es ist geschmacklich, es ist, glaube ich, geil. Ja. Dass man was anderes hat als Experience. Aber ich glaube, kalorientechnisch ist es beschissener. Weil es echt lange dauert zu sammeln. Heidelbeeren, glaube ich, besser kalorien- und sammeltechnisch. Aber das riecht schon geil hier drin. Aus der Box. Ist das hier eine Brücke, eine offizielle? Oh, zurück in Schatten. Das ist mir auch noch ein Problem. Wir haben heute einen extrem heißen Tag. Also anscheinend, weil wir haben jetzt schon 4000 Grad. Und normalerweise sind wir um die Zeit noch im Schatten. Und jetzt sind wir ja aus dem Schatten rausgegangen. Back to camp. Puh. Ich habe hier gerade dieses Stück Holz abgekloppt. Ich habe endlich ein Brett. Spare ich mir gleich Arbeit im Camp. Das ist ein gutes Brett. Wir haben ja auch das Kilo Mehl und haben es jetzt noch gar nichts damit gemacht. Hier und die Hefe. Deswegen setze ich jetzt endlich mal einen Hefeteig an. Hätten wir gestern Abend schon eigentlich machen können. Das wäre ganz geil gewesen. Das ist halt wirklich ein Kilo. Das kriegen wir niemals weg, weil wir haben ja auch zum Gären nur diese kleine Schale hier. Bisschen beknackt. Oh, bin ich froh, dass es gleich was zu essen gibt. Huh. Ich bin ja echt ein Frühstückstyp, ne? Ich muss ja morgens sofort frühstücken, wenn ich aufstehe. Und das ist hier, dass man nicht einfach frühstücken kann, Bremse, dass man nicht einfach frühstücken kann, sondern erstmal dafür arbeiten muss, finde ich ja nervig. Ich möchte bitte zum Frühstück gehen und zur Brotstation und fertig. Naja, wir haben auch noch 6 Müsli-Riegel. Stimmt, wir hätten auch Müsli-Riegel, ne? Ja.
6 Stück. Ja, dann call ich für morgen bitte einen Müsli-Riegel. Heute brauchen wir nicht mehr, jetzt sind wir ja gut in der Vorbereitung. Ja. Aber morgen hätte ich gerne einen Müsli-Riegel. Geil. Er sieht so gut aus. Mhm. Wir machen nämlich jetzt direkt den Topf sauber, deswegen haben wir das jetzt umgefüllt, damit wir das jetzt essen können und dann können wir direkt das Feuer ausnutzen, das gerade an ist und kochen schnell einen Kaffee für Crema de Oro. Ein bisschen hier Energie maximieren heute. Crema de Oro. Jetzt schnell hier Wasser kochen, damit die Scheiße erledigt ist. Das ist wirklich das Nervigste. Jeden Tag muss man sich hier dieses Wasser vorbereiten. Und dann schmeckt es nicht mal geil. Und dann schmeckt es auch noch scheiße. Guck mal. So geht das Regal, glaube ich. Ja. Zack, fertig. Regal. Lieber so. Ja, stimmt, man macht hier so Ausbuchtungen rein. Crema de Oro. Herrlich. Es kocht endlich. So viel Arbeit, um Wasser zu machen. Ey. Das ist krass. Und wir haben auch ein Problem, der Topf ist langsam ein bisschen zu hoch, weil das, weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, das brennt sich da so rein, das Feuer, in den Boden. Wahrscheinlich, weil der Boden eben aus so Torfmäßigem besteht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie noch, das Feuer gleich aus ist, das so leveln. Vielleicht noch mit Stein, was enorm viel Arbeit wäre. Mal gucken. So, Urs macht da hinten ein bisschen uns regenfest, falls es morgen wirklich regnen soll. Falls es morgen wirklich regnen soll, falls es morgen regnen wird. Falls es morgen wirklich regnen wird. Ich habe hier wieder unseren Schlafsackbeutel dabei. Geh jetzt wieder in die Mine, um dieses Feuer da auszubessern. Oh, die Küche sieht so geil aus von hier, ne? Die Küche? Einfach nur toll. Bin richtig begeistert von der Küche. Ich will auch noch ein Werkzeugregal bauen. Hab gerade schon ein bisschen Bretter dafür gebaut. Man kann Bretter ganz gut herstellen, tatsächlich aus so morschen Ästen. Kann man gut spalten. Oh, Crema de Oro. Das ist wirklich, glaube ich, ein Survival-Hack. Kaffee dabei zu haben. Oder es ist das Porridge von vorhin. Aber ich bin einfach so high energized. Achtung Wildschwein, ich komme jetzt. Jetzt wird hier ordentlich gemeint. Wildschwein, bin jetzt da. Junge, da ist dieser riesen Ameisenhaufen mit dem Pfifferling. Sieht so krass aus. Einfach über einen Meter groß und darunter der Pfifferling Heaven. Wenn wir nichts anderes zu essen hätten, würde ich mir, glaube ich, die Beine abtapen und dann reinlaufen und ernten. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch das hier, der Backup-Pfifferling-Spot. Ich bin hier die ganze Zeit am Steine farmen, also wir haben da Steine und da. Und wir ernten die ja hier aus dieser Erde raus, aus unserer Mine. Aber jetzt ist mir aufgefallen, das ist hier ja nicht so ein Torfboden wie bei uns, sondern es ist hier so richtig Erde, Sand. Das heißt, ich werde jetzt einfach auch ein bisschen Sand einpacken. Dann haben wir erstmal so ein Grunddingen und darauf kommen dann noch Steine. Ich habe hier gerade eine kleine Schnecke gefunden. Deswegen wird jetzt hier kurz die Mission abgebrochen. Ich habe Moos abgemacht, weil ich brauche ja noch Moos. Deswegen wird jetzt hier die Moosaktion wird abgebrochen, Steinaktion wird abgebrochen. Die Schnecke kommt jetzt an Haken. Slack. So, ja, dann jiete mal rein. Jiet! Auf was gehen wir jetzt? Barsch oder große Weißfische? Also wenn wir jetzt so einen großen Döbel fangen oder eine große, na Döbel wahrscheinlich nicht, aber Plötze, Rotfeder in Giant, ist auch geil. So, wir gehen weiter zu unserer Mine und hoffen, dass Urs hier gleich so einen riesen Plötze fängt. Wie asozial das hier einfach aussieht, dass dieses scheiß Turmbräu hier rumliegt. Die neue Feuerstelle Supreme. Hammer.
Und hier nochmal die geile Küche dazu. Also ich bin wirklich immer noch beeindruckt. Toll. Ich muss jetzt erstmal, also ich mache jetzt Stockbrot, aber ich werde dann jetzt auch das Regal bauen für die Werkstatt. Ich habe richtig Bock auf eine Werkstatt. Wasser hat schon gekocht, jetzt das Stockbrot hier drauf. Ich war leider ein bisschen zu spät, um das parallel zu machen, weil ich habe noch vielleicht so 10, 20 Mal ausgeworfen. Will mehr Fisch. Geil. Fast perfekt geworden. Da zum Beispiel ein bisschen schwarz und hier komplett schwarz. Naja, schade. Da habe ich das Regal gebaut, die Bretter dafür zusammengekloppt und dann die Zeit vergessen. Nice. Jetzt so ein schöner Aufstrich dazu, ne? Wir können Öl-Knoblauch mischen. Geil. Ich versuche hier gerade so eine Schüssel zu machen. Für einen Dip fürs nächste Brot. Aber das ist ja so turbo anstrengend, mir ist mega schwindelig. Ja, Alter, mir wird komplett schwindelig. Aber es ist noch nicht zu Ende, das Projekt. Mir war gerade richtig lange richtig schwindelig und alles hat gekribbelt. Ich weiß nicht, auch was das für eine Vergiftung ist, wenn man zu lange zu viel pustet. Sauerstoff zu viel, Sauerstoff zu wenig, Kohlenstoffmonoxid, ich weiß nicht. Jedenfalls hat das hier gar nichts gebracht. Und jetzt habe ich gesehen, ist hier auch noch so ein scheiß Spalt an der Seite. Das heißt, wenn ich das als Dipschale benutze, um mir einen schönen Zitronen-Knoblauch-Öl-Dip zu machen, läuft es einfach raus. Vielleicht mache ich das trotzdem weiter einfach aus. Aber ich, ey, das ist so anstrengend, so eine Schale zu machen. Vielleicht auch, weil es so klein ist. Die haben ja früher, als sie ihre Einbäume gemacht haben, da haben sie einen ganzen Stamm ausgehöhlt mit Feuer, um damit zu fahren. Da kann man ja ein richtiges Feuer einfach auf dem Stamm machen, ne? Man muss nicht so ein kleines Kackding hier anpusten. Mhm. Wahrscheinlich ist es einfacher, je größer es wird. Es ist auch alles ein Learning hier. Ist alles ein Learning. So, eine Sache will ich ja die ganze Zeit schon machen. Und das ist eine Angel bauen. Weil wir haben ja nur eine Angel und das nervt. Wir müssen uns immer entscheiden, wie wir angeln. Und ich wäre auch zufrieden mit so Weißfischen, wenn die ein bisschen größer sind. Und davon vielleicht so 2, 3, 4 Stück. Deswegen habe ich hier schon diesen Stock. Der ist ein bisschen biegbar. Heißt es biegsam oder biegbar? Ich weiß es am allerwenigsten. So, und da kommen jetzt diese Haken rein, wobei wir haben leider, es ist echt wirklich, mit so Haken kann man richtig geil eine Angel bauen. Habe ich ja schon mal letztes Jahr in Schweden gemacht, auf unserer Glamping-Tour. Die sind schon geil, kann man einfach so reinschrauben ins Holz, perfekt für die Schnur. Man braucht oben einen, das ist der vorderste, der ist am wichtigsten, damit die Schnur da weich drüber laufen kann, ohne dass sie abreißt. Das Problem ist, wir haben diese Haken nirgends gefunden, billig. Das hier war das billigste, 79 Cent, und wir haben gedacht, dann haben wir wenigstens 2. Ja, das Problem ist, diese hier sind untrennbar. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen. Es ist alles ein bisschen fragwürdig, was hier passiert, glaube ich. Musste die Angel ein bisschen kürzen. Ist beim Reinschrauben durchgebrochen, natürlich. Aber jetzt ist hier zumindest schon mal das Basic-Ding fertig. Und dann gucken wir, ob ich jetzt hier was mit Draht noch mache oder was. Oder ob man jetzt hier unten einfach so die Schnur hat und dann wird sie da oben drüber geleitet. Leute, willkommen zurück zum Angelprofi Lukas. Wir haben hier die Rolle auf dem Nagel, heftig, kann man hier so abziehen, heftig. Und jetzt mache ich die Schnur hier oben durch. Guckt euch das an, das ist doch nur geil. Kann man hier auch so ein bisschen bremsen. Gut, das Einholen muss man dann so machen, indem man einfach so rollt. Ist ein bisschen ineffizient, aber fürs Posenangeln reicht es. Man könnte noch überlegen, ob man hier so ein Draht hinmacht. Naja. Hallo und herzlich willkommen in unserem Camp. Wofür ist wieder Zeit? Für Crema de Oro. Restposten. Restposten heißt halt auch, dass die Scheiße sonst keiner kauft, ne? Aber ich muss sagen, ich find's geil. Njam, njam. Crema de Oro aus der Pennerpackung. Leute, wir fangen keinen Fisch. Ich habe alles probiert jetzt. 2, 3 Mal. Wir fangen keinen Fisch. Muss das auch probiert. Es gibt keine Fische. Ich habe richtig Hunger. Aber das Gute ist, wir haben hier gleich wieder schön Pfifferlingskis. Und heute
brauchen wir einfach die Pasta auf, die wir haben. Dann essen wir Pfifferlinge mit Zwiebeln. Alles an Pasta? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Pasta man isst. Wir haben auch gar nichts, um das Wasser abzugießen, ne? Nee, den Topfdeckel. Das geht schon. Ja? Ja. Ja, wir machen also schön ein bisschen mit Öl, Knoblauch. Salz. Vielleicht auch Mehlschwitze. Ein bisschen cremig zu machen. Na, warum nicht? Ich freue mich so doll auf dieses Essen. Es wird tatsächlich ziemlich supreme. Wir haben jetzt einfach das halbe Kilo Nudeln, was wir haben, haben wir jetzt hier auf dem Feuer. Hier haben wir noch mehr Stockbrot, dieser mit Öl und Knoblauch. Das wird einfach nur heftig. Das Problem ist, in der Zukunft haben wir vielleicht noch mehr Kaloriendefizit. Weil ich glaube, das ist so viel, das schaffen wir nicht mal. Aber ich fand es ja zu lame, auf Nudeln zu gehen, ne? Weil das halt viele Kalorien für wenig Preis sind. Und ich gedacht habe, das ist keine Challenge. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen traurig, dass wir nicht einfach 3 Pakete Nudeln haben. Das wäre schon geil. Und hier chillen nämlich schon die Pfifferlinge mit Bechamel. So eine schöne Creamy Sauce. Und dann einen Schluck Rebenschoppen dazu. Ach, das ist doch toll. Leben wie die Deluxe-Penner. Hier ist übrigens, habe ich noch gar nicht gezeigt, wenn es morgen regnet, der Himmel sieht tatsächlich so aus, es zieht sich ein bisschen zu schon, dann haben wir hier einen Regenschutz für unsere kleinen Stöckis gemacht. Toll, oder? Wir haben jetzt so Platten von Birkenrinder, hier drauf, die ist zum Beschweren, diesen nassen Klumpen. Also hier ist eine Ordnung, sieht doch einfach toll aus. Beim nächsten Mal, wenn ich die Kamera mache, haben wir hier einen Fisch. Ja, oder wir chillen hier und essen einfach nur dumm. Mir ist gerade aufgefallen, ich muss heute noch duschen, baden. Und das mache ich jetzt mal schnell, weil die Sonne geht unter. Hier ist unser geiles Essen. Meine Chopsticks kann man auf jeden Fall nur in einer Richtung benutzen, wenn die sich verdrehen. Dann funktionieren die nicht mehr. Ab morgen gibt es einen Löffel. Und morgen brauchst du nicht mehr, weil wir morgen hoffentlich endlich einen Fisch fangen, der mighty ist. Am Morgen soll es ja regnen. Und dann geht es hier richtig ab. Stimmt, in Schweden habe ich, bei der Paddeltour habe ich auch den riesen Hecht im Regen gefangen. Ne? War Scheißwetter. Mhm. Und dann haben wir den in Scheißwetter gebraten. Ja, so rau. So eine Scheiße. So Leute, ich mache hier gerade weiter meine Dipschale. Wir haben gerade noch ein bisschen Wein getrunken. So, und jetzt gehen wir gleich schlafen. Haben wir das Wetter festgemacht. Es soll ja morgen regnen. Und dann mal gucken. So, bis morgen. Gucken, was wird. Fisch.